Ja, hallihallo, hier ist Christian Schemmeier, Paartherapeut und Beziehungscoach in Hamburg und diesmal ein Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Heute geht es um das Ego, mit einem passenden T-Shirt. Stay tuned! Ja, also, noch vorab kurz, nächste Selbstliebe-Challenge, der Klassiker, geht wieder los Anfang des Monats, des nächsten. Und denkt dran, Ende des Jahres gibt es ja die Möglichkeit, sich zum Liebeship-Coach weiterbilden zu lassen, wenn ihr auch irgendwie so eine Berufung habt, diesen Menschen zu helfen in toxischen Beziehungen und so weiter. Oder auch ein paar Beziehungen überhaupt, dann schaut euch das gerne mal an. Ja, wurde oft gewünscht, ein Video über das Ego. Ich habe das mal, weil ich das selber nochmal durchdringen musste für mich, ja, immer wieder aufgeschoben. Und was ist das Ego? Also das Ego ist ein Teil in euch, der euch schützen will. Ne? Und den darf man auch lieben. Der gehört irgendwie auch zum Menschsein dazu. Und habe ich so, wie ich das verstanden habe, ist es auch Teil, der mehr dem Körper nahe ist, sozusagen, als jetzt dem Geist oder der Seele irgendwie. Und auch abspeichert, also ich glaube, der Schmerzkörper gehört auch eng zum Ego, der eben auch abspeichert Traumata, genetische Traumata, Traumata, die man erlebt hat in der Kindheit, whatever, die man mitgebracht hat, Zeitgeist, was ist kulturelle Traumata, die wir haben, das ist da irgendwo auch nicht unbedingt direkt im Ego drin, aber das Ego möchte uns vor diesen ganzen Dingen halt schützen, so, ne? Und also es ist sehr, also wie da genau die Beziehung ist, aber ich denke, es ist sehr assoziiert mit dem Schmerzkörper. So, das Ego will euch nur schützen, deswegen ist es ein Bereich, den man lieben sollte und auch nicht, geht auch gar nicht darum, den loszuwerden, den kann man sowieso nicht loswerden, es ist nur die mit dem inneren Kind, auch das Ego ist auch mit dem inneren Kind sehr verknüpft, weil ja gerade diese Ego-Strategien entstehen durch Verletzungen des inneren Kindes, aber das Ego ist nicht das innere Kind, aber weder sollte man das innere Kind ansteuern lassen, Kinder lässt man nichts ansteuern, noch sollte man das Ego ansteuern lassen, aber das tun wir quasi alle, wir lassen ständig das Ego ansteuern, ne? Unsere Abwehrstrategien, ne? Unsere Igelstacheln, unseren Frust, ja, unser Ego halt, ne? Wenn man sagt, so jemand hat sein Ego nicht im Griff, das Ego muss immer durchgesetzt werden, das Ego ist auch stolz und beleidigt und will Sachen nicht einsehen und will seinen Willen haben, also auch bei Kindern, wenn man sagt, das Ego im Kopf durch die Wand, das ist alles Ego, ne? Und ja, und das Ego ist eben auch wiederum sehr verknüpft, was man so im manchmal so im spirituellen Bereich gerne sagt, mit 3D-Beziehungen, das heißt Täter-Opfer-Beziehungen, also das heißt im Grunde genommen Großteil der Beziehungen, die wir heute haben, beziehungsweise nimmt einen großen Teil ein in Beziehungen, wer ist schuld, wer ist der Täter, wer ist das Opfer, Rollen werden auch gerne mal gewechselt irgendwie und ja, weil das Ego will Recht haben, das Ego will sich durchsetzen, das Ego will schützen. Ne? Wenn das Ego nicht Recht hat, nicht geschützt wird, dann muss man ja diesen Schmerz fühlen, beziehungsweise da muss man sich halt um diesen Schmerz kümmern. Und ja, weil das Ego aber eben auch schützen will, Mauern baut, also beim Minuspol baut es eben halt gern diese richtigen Mauern, dass halt keiner dran rankommt. Und beim Pluspol baut es gern die Mauern so, ich will auf gar keinen Fall verletzt werden, ich mache, oder verlassen werden, besser gesagt, nicht verletzt, ich will auf gar keinen Fall verlassen werden, ich mache alles, dass ich nicht verlassen werde. Und auch in beiden Polen wird dann eben manipuliert und ich weiß nicht was, das macht alles das Ego, ne? Und das Problem ist halt, wenn man es nicht, wenn man sich selber seine Identität mit dem Ego gleichsetzt, aber seid ihr nicht, ihr seid ein freies Bewusstsein, eine hohe, lichtvolle Wesen alle. Ja, also sollte sich nicht damit identifizieren, tun wir aber als. Das ist jetzt wirklich so ein Ausblicksvideo, also auch ich bin da lange nicht frei von, und ich denke, das ist wirklich was jetzt so dran ist, ne, auch so, weiß ich nicht, vom Zeitstrom her,
ja, dass wir sozusagen aus diesen 3D in die sogenannten 5D-Beziehungen kommen können. Dann gibt es dann noch so einen Übergang. Also 5D sind eben diese visionären Beziehungen, ne? Ich bin nicht mehr im Ego, ich wünsche dem anderen wirklich das Beste, ich versuche ihn nicht zu verletzen, ich fahre nicht meine Igelstacheln aus, ich versuche nicht zu besitzen, nicht zu kontrollieren, ich bin authentisch, ich bin nur auch mit mir authentisch. Also es ist auch, es reicht auch nicht, sozusagen das zu jemand anders zu tun, was glaube ich viele Pluspole denken, sondern man muss es genauso, also man kann nicht nur mit einer Person Empathie haben, ne? Also der Minuspol hat immer mit sich Empathie, aber mit dem anderen nicht. Und der Pluspol hat immer mit dem anderen Empathie, aber mit sich nicht, ne? Also das funktioniert nicht. Also man kann in diesen visionären Beziehungen muss man sozusagen ja den Partner lieben wollen, aber genauso sich selbst, ne? Anders geht es halt nicht so. Ja, und das Problem ist halt, wenn erstmal einer anfängt mit dem Ego, also man weiß ja manchmal gar nicht, wer angefangen hat, wenn erstmal einer rumzickt, rumbitscht, weiß ich nicht, kontrolliert, manipuliert, dann wird eben auch das Ego des anderen angetriggert. Das will sich dann wieder wehren. Also was weiß ich, der Minuspol fährt seine Stacheln aus oder sagt irgendwas, oder meinetwegen auch ein Narzisst sagt irgendwas völlig Absurdes, wo du, also ist vielleicht selber total kontrollierend und sagt dann, du kontrollierst mich oder irgend so ein Scheiß irgendwie. Und ja, und dann will das Ego des Pluspols wieder ein Recht haben und diskutieren und nochmal diskutieren und nochmal diskutieren und guck mal, das ist doch gar nicht logisch und schon. Ja, und dann richtet man sich auf und dann, was weiß ich, sagt man so ein Scheiß und was erzählst mir was? Und dann sagt der Minuspol, ja, guck mal, jetzt greifst du mich an. Also das sind, ja, und das sind halt so Sachen, die wir erkennen dürfen und versuchen nach und nach abzubauen. Und das ist wirklich schwierig, weil der in diesen 3D-Verbindungen geht eben viel über einen Schmerzkörper so, ne? Also da der Schmerzkörper des einen ist angetriggert, dann sagt er irgendwas, weil der Schmerzkörper will sich ja auch immer, aber dann mache ich nochmal ein anderes Video drüber. Könnt ihr auch bei Tolle gucken, der Schmerzkörper will ja immer gefüttert werden, ne, mit Schmerzen, dann tut man dem anderen wieder weh und dann tut es bei dem wieder weh, dann schießt der wieder zurück. Und das ist wahnsinnig schwer da auszusteigen, weil wenn man so sich provoziert fühlt und dann, weiß ich nicht, oder angetriggert und dann will man so gern zurückschlagen oder das Ego will so gern zurückschlagen und ja, und wie gesagt, es ist wichtig, das zu spüren. Also man, das hat es überhaupt gar nichts damit zu tun, dass man nicht Grenzen setzen soll. Ich denke, das Ziel ist, so völlig cool, mit offenem Herzen, in sich ruhend, Grenzen setzen, ohne sich so aufzuregen irgendwie, ne? Früher hatte ich immer gesagt, eiskalt wie so ein Ninja, aber mittlerweile, also dieses ruhig ist gut, aber ich finde, mittlerweile denke ich auch, man sollte versuchen, sein eigenes Herz offen zu lassen, ohne sich wieder einschlawinern, einlullen zu lassen, wieder Grenzen übertreten zu lassen, was ja im Pluspol häufig passiert, oder meinetwegen auch für Minuspole wieder kontrolliert zu werden, wieder, weiß ich nicht, Wutattacken auch des Pluspols abzukriegen oder wie auch immer. Also das ist halt eben auf beiden Seiten eine Arbeit, die da zu tun ist, wenn man sich weiterentwickeln will. Wenn man kann das auch, muss es nicht, ne? Man kann das auch so weitermachen, das ist halt, aber dann sind das halt diese Ego-Beziehungen, die eben auf dieser Ego-Liebe beruhen, nicht auf der wahren Liebe, die eben frei lässt, nicht kontrolliert, nicht bewertet. Und insofern ist auch, muss man sagen, ich habe da auch noch keinen Weg gefunden, damit umzugehen, auch dieses Labeln von anderen Menschen als co-abhängige Narzissten, Borderliner, ist auch, ich muss mal sagen, ist eigentlich auch noch die 3D-Welt, weil es ist eigentlich egal, was für ein Ticket jetzt jemand kriegt. Also du setzt deine Grenzen, du hältst dein Herz offen, du lässt dich nicht benutzen, manipulieren, whatever. Du bist auch bereit, deinen Weg alleine zu gehen, wenn da gerade niemand ist, der dich vernünftig behandelt. Das sind Sachen, die wir, ja, also nicht zurückschlagen, nicht im Täter-Opfer-Ding mitzumischen, weder auf der einen noch auf der anderen Seite. Das sind alles Sachen, die wir lernen dürfen, und da bekommen wir eben unsere Lernpartner, und wie die jetzt heißen, ob die Beate, Michael, Heike heißen oder Narzisst, Borderliner, Co-Abhängiger, ja, ist vielleicht nur am Rande so super interessant, ne? Und ja, dafür, um eben dieses Ego zu erkennen und auch mehr ins freie Bewusstsein zu kommen, was ja eigentlich schon immer da ist. Man nimmt's, ja, man lebt halt nur nicht so da drin irgendwie. Ja, braucht es eben Tools, aber dazu später nochmal mehr. Ich arbeite da auch
nochmal an so einem Programm für diejenigen, die sich mehr für diese Seite interessieren, die spirituelle. Aber das wird sicherlich noch dauern, ist auch nicht so mein Home-Field so. Aber ich finde es super spannend. Ich komme ja auch so aus dem totalen naturwissenschaftlichen, aber mein Gott, ich habe mich echt so verändert die letzten Jahre. Oh mein Gott. Genau, also das soweit mal, willst du es auch nicht so ewig lang machen hier zum Ego, wenn ihr noch Themen dazu habt, schreibt's in die Kommentare, abonniert meinen Kanal, ich geht auch, like mich auch gerne auf Instagram, da mache ich immer mal wieder was, @liebeschiff, Facebook auch und guckt nicht nur die Videos, macht auch die Kurse, lest mein Buch und wir werden uns bald wiedersehen.